Also ich habe keinen. Ja, das wäre auch echt kacke. Ich bin jetzt gerade am zweiten Bonfire vorbei. Jo. Gesund. Nee, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zurück. Ich kenne den Heiden nicht. Naja, selbst wenn ich es nicht bin und Inversion des Finstergeistes von Nagistein, willst du mich verarschen? Wo bist du gespawnt? Ganz blöde Frage. Direkt bei McDuff um die Ecke, wo die Hunde sind. Auf Bonfire und ja, und wenn du tiefer gehst, ist da noch mal eine Zelle, die du öffnen kannst. Hi, was geht? Jo, krass, krass. Ist das immer oder nur wenn du nur mit Magie Dingens? Jo, bitteschön. Aber was bringt's dir? Also mit welchem Typen kannst du dann reden? Und der ist wo? Ach, der Kerl ist das! Höhle der... Hölle der Untoten. Yes, of course. Do you give yourself? Then you're undead. But it's not all they say. Like I want to. You want more. You want to be drenched in blood. Oh. Was bringt mir das, wenn ich dabei trete, der Blutsbruderschaft? Das heißt, dann kriege ich den Red Soapstone oder was? You will. Well, what have you? Wappen des Blutes. Priesterglocke und große Sense. Wow, ich bin ja begeistert. Nicht. Henker, Helm, Rüstung, Knochenkrone. Achso, das ist das Gewand, was er anhat. Oder? Filigranes Band erhöht die Chance, überfallen zu werden. Come back soon. Ah, 5000! Scheiße, ich hab ja meine Seele verloren, wenn ich umgebracht hab. Kann man dann trotzdem kaufen bei dem, wenn man den Covenant wieder wechselt? Warte mal, hier ist doch ein Bonfire. Verlorene Festung. Muss ich mir mal ganz kurz meine Seelen wiederholen, wo ich eh glaube, dass ich nicht genügend habe. Ja, soll ich dir dann gleich helfen? Do you rescind your...
Okay. Ja, da kann ich ja helfen. Ja, oder du trittst dem Eid der Champions bei. Das stimmt. So, jetzt kaufe ich mir diesen scheiß Soapstone. Einfach nur, um ihn zu haben.